Wir haben dich wohl doch etwas unterschätzt. Was euch angeht, Roberta, Barbara. Wir hätten ihn geschlagen, wenn ihr beiden Blindgänger euch angestrengt hättet. Macht euch auf eine zünftige Abreibung gefasst. Alle beide! Oh, ja, jawohl. Los, Kupio, hol's mir. Ein Collier. Oh, Eronas Collier. Wir sollten es hier sofort zurückbringen. Ja, aber erstmal knuspern wir uns, glaube ich, noch was rein, oder? Nein, machen wir nicht. Wir heilen uns für Geld. Ganz toll. Mann, der Kampf war ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich krieg das Timing irgendwie nicht auf die Kette. Was mache ich denn da? Nein! Wieder rein da. Rinder, los Rinder. Rinderwahn. Mann, 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 Mann. Greift mich nicht an. Ah! Oh. Da ging mir schon leicht die Düse, ey. Ja, ja, da unten ist ein Stratox. Oder ein Schniffi, wie ich ihn jetzt eigentlich lieber nennen würde, wegen Schnaufula. Verschwinde! Ah! Blöd, Mann. Juhu! Maximale Energie! Ah, sie ist auch wieder heile. Heile, heile. Nein, sowas sag ich nicht. Nicht in so einem Let's Play. Diesmal falle ich nicht da herein. Bei deiner Tür eingeklemmt. Ist alles in Ordnung mit dir, Bubuli? Ist alles gut? Ja, es ist alles in Ordnung. Keine Sorge, Mario. Hallöchen, wir sind wieder da. Oh, ihr habt mein Collier wirklich gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und wartet einen Moment. Haha, ich hab dich gesehen. Oh, da bist du ja wieder. Mein tollstes, schönstes, liebstes Collier. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Alter, hat die Mega-Maps, ey. Oh, und du musst Mario sein, der Retter meines Colliers. Ach, was für ein verwegener Held. Ich? Wie kann ich dir nur jemals danken? Oh, lass mich dich in meine Arme schließen. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Der arme Mario. Oh, er geniert sich. Wie süß. Aber du sagst etwas von Sternjuwelen, nach denen du suchst, Mario. Sind das einfach die gleichen, von denen in der Rohlinger Legende die Rede ist? Nach schillernden Juwelen zu suchen? Mich verlocken, das Abenteuer. Oh, wie könnte ich einer solchen Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt... Dieser betörende Schnauzer hat mir völlig den Kopf verdreht. Ich bitte dich, Mario, nimm mich mit auf dein Abenteuer. Erona gehört zum Team. Dieser Hintergrund, ey. Boah, da kriege ich wieder einen Knick in der Pupille. Erona hat folgende Fähigkeiten. Drücke und sie lässt ihre Winde wehen, sodass verschiedene Dinge wegfliegen. Treffen ihre Winde Gegner, so kann diesen für kurze Zeit schwindelig werden. Achso, ja. Gut. Die Windkraft hält an, solange du den Knopf gedrückt hältst. Welchen Knopf?
Alles klar. Im Kampf kann sie sich mit dem Body Slam auf einen Gegner werfen und mit dem Hurricane fegt sie alle Gegner vom Platz. Ja. Aber Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Madame Irona ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also, auf zum großen Baum. Mit Ironas Hilfe werden wir den geheimen Eingang mit Leichtigkeit finden. Yeah, Mann. Wir haben es voll drauf, Mann. Jetzt haben wir noch eine Lady auf unsere Seite gezogen. Wir sind aber auch ein Schlawiner-Duo. Mario, du schlimmer Finger. Und wir haben hier irgendwas, was wir wegpusten können? Nein, schade. Na komm, na komm! Lass mich in Ruhe! Blöd, Mann. Immer diese Paparazzi, die Autogramme wollen. Du kriegst keins! Verschwinde! Du kriegst auch keins! Du gibst ja noch nicht mal richtig Punkte. Hau ab! So, und da sind wir auch schon beim Bäumchen. Was ist denn jetzt los? Eine Mail für dich! Einmal bekommst du Mails von Freunden, die du auf deinem Weg kennenlernst. Diese Mails kannst du mit deinem Mail-Receiver lesen. Drücke und öffne das Menü, um alle deine Mails anzusehen. Unter deinen Items findest du auch wichtige Items. Hier kannst du auf deinen Mail-Receiver zurückgreifen. Ach so, Menü. Ah. Oh ja, wir haben 3 von 57 Rezepten. Wow, geil. Ach ja, unter den Items. Professor Gumbart, Mails. Gut auf deine Reise, Mario. Sicher sehr aufregend. Immer wieder werden dir bekannte Mails wie diese schreiben. Solltest du sie dann auch lesen. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deine Berichte von den Sternjuwelen. Professor Gumbart. Aha. RAD-Registrierung? Willkommen beim RAD. War das nicht diese... Wo es angemeldet von unserem Mitglied? Warum meldet er mich einfach an? Achso, ja. Ach komm, scheiß drauf. Brauchen wir eh nicht, benutzen wir eh nicht, werden... Es ist einfach nur so geckig für zwischendurch, nichts Besonderes und das war's auch schon. Hin und wieder... Keine Ahnung, die quatschen uns da einfach drin voll. Wir brauchen das eigentlich überhaupt nicht, aber... Ich werde es künftig ignorieren. Du bist voll der Ignorant! Ja, klar bin ich das. Juhu! Da ist der! Der geheime Eingang! Endlich können wir hinein! Diese Bubus sind wirklich bezaubernde kleine Dinger. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Münster war? Mein Name, Madame Irona, war überall bekannt. Aber die Verruchtheit hinter den Kulissen. Naja, das ist wohl die raue Realität. Jedenfalls hatte ich es satt und deshalb habe ich mich in den Wald zurückgezogen. Aber diese kleinen Bubus mit ihren unverfälscht reinen Herzen, sie erinnerten mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Für diese Erkenntnis bin ich den Bubus unendlich dankbar. Mario, hier! Von innen ließ sich die Tür ganz leicht öffnen. Komm schnell! Zeit, dem Bubus meine Dankbarkeit zu erweisen. Gehen wir, Mario. Wuhu! Dann wollen wir mal in den Baum. Jo, und sofort finden wir Geld. Ah, wir sind aber auch Glückspilze. Nichts. Nichts. Hm.
Komisch. Sonst sind sie alle hier. Hallo, Bubuma. Hallo, wo seid ihr? Zeigt euch doch. Hallo. Oh. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Hey, warte mal. Der da. Ist das nicht dieser Mario? Wirklich? Na dann, knöpfen wir uns vor. Aber wir haben Anweisungen von Oberst Krokilus sofort zu melden, wenn wir ihn sehen. Denk doch mal nach, Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, streichen wir den Ruhm ein. Stimmt auch wieder. Also los, auf ihn! Und los! Idioten. Ich will jetzt sowas von sterben, ey. Ja, Flucht ist nicht möglich, ich weiß. Aber erst bevor wir euch die Mütze weich kloppen, scannen wir euch erstmal den Fußsoldaten. Fußsoldat! Was ein Fußsoldat? Hier steht, sie gehören zur Organisation der Krokionen. Und sie stehen wohl am untersten Ende der Hierarchie. 430. Und komm, verwenden Sie gerne Kraftpunsch, um größer zu werden. Also aufgepasst, versuchen wir schnell mit diesen Kerlen aufzuräumen. Yeah, du hast es voll drauf, ey. Die sind irgendwie ulkig. Mist, das Kontern hat nicht geklappt. Du beißt jetzt ins Gras. Juhu. Ich will auch mal. Das ist die Rache für Rolinghafen. Wo mich das so angepöbelt habt, ihr Penner. Ah, hat wieder nicht geklappt, das Verkontern. Schweinerei! Mich einfach anzugreifen, mich den unvergleichlichen Super Mario! Das ist eure Strafe dafür! Nächstes geben die jeweils 3. Yeah, 75 Sternpunkte. 3/4 Level Up haben wir jetzt in der Tasche. Eine skandalöse Niederlage, aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Und jetzt sollten wir Oberst Krokilus Bescheid erstatten natürlich. Ey, schließ doch nicht ab. Wie du dich fertig gemacht hast, Mario. Unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr hier. Ich hab dich gesehen. Wieso um alles in der Welt versteckst du dich denn da? Komm raus. Ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Er schubst sie einfach dahin. Oh, ist ja riesig. Dieser bärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Oh, du. Sind da noch mehr von uns? Alter, so viele. So riesig. Sehr dubios. Ein Monster. Gefährlich, dieser Bart. Hab Angst. So stark. Hab doch keine Angst. Mario ist unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen. Genauso wie die beiden eben. Also darf ich vorstellen, Mario? Halt! Ich meine... Halt! Woher sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ja als Spion, den diese Typen geschickt haben. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er wird uns helfen. Wir alle zusammen könnten diese Typen verjagen. Und dann würde dieser schöne große Baum endlich wieder uns gehören. Hör dich doch an, Bubulio. Du spielst dich hier wie der große Anführer auf. Du hast doch keine Ahnung, was hier passiert ist, seitdem du weg warst. Wie, was? Was redest du da? Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Die sind gefangen genommen worden. Von denen. Sie haben alle, auch Bubuma und deine Schwester. Was? Bubulia? Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch, sie haben sie alle mitgenommen. Nur weil wir ihnen nichts über irgendwelche Juwelen sagen konnten. Keine Ahnung, wovon die geredet haben.
Oh, Popolia. Meine Schwester. Wir müssen ihnen helfen. Wir alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. Zu allem Übel haben sich auch noch diese Picatus mit denen verbündet. Die denken, so können sie sich die Herrschaft über den Baum sichern. Es sind am Ende. Daran sind auch dieses bärtige Original nichts ändern können. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen könnten diese Picatus oder wen auch immer schlagen. Und deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Du scheinst uns sehr überzeugt von dem zu sein, was du da redest. Soll uns dieser bärtige Wicht doch mal zeigen, was er kann. Was soll das denn jetzt? Also, wenn du und dieser Schnauzertyp es schafft, die anderen zu befreien, dann bin ich auch bereit, euch danach zu helfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Und ob es dazu kommt? Oder Mario, gehen wir. Wir befreien sie. Wir werden sie befreien, stand da, glaube ich. Ja, verzieht euch ruhig alle. Feigen Schweine. Yay! Yeah.